Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr Lieben, ihr seht, ich habe uns wieder was Schönes mitgebracht. Und das ist wieder so eine kleine Premiere. Diesmal ein Display-Sturm am Firmament. Habe ich bisher noch gar nicht aufgemacht. Die Booster sind ja ab und zu mal in der einen oder anderen Collection drin. Deswegen hat sich da ein bisschen was angesammelt. Und habe ich mir gedacht, weißt du was, jetzt hast du schon so viele Booster davon geöffnet. Dann versuchst du einfach mal das Set voll zu kriegen. Und ja, jetzt gönnen wir uns halt mal so ein Display. So sieht das Ganze aus. Ganz cool. Hier, Rayquaza, ne? Bam, Hierarchie oder wie dieses Vieh heißt. Richtig cool und ja, das sieht schon mal vielversprechend aus. Und wenn wir Glück haben, haben wir auch ein paar stabile Pulls dabei. Meine Sturm am Firmament-Sammlung habe ich euch ja bisher noch nicht gezeigt. Da sind wir noch nicht angelangt. Kommt dann aber auch und dann werdet ihr die Karten, die wir jetzt hier gezogen haben, auch wiedersehen. So sieht das Ganze aus. Dreh schick, oder? Ja. Machen wir so, dann sieht man den ganzen Spaß noch so ein bisschen herrlich. Sollte auch ein bisschen was fürs Auge sein. Können wir immer gleich noch verschieben. Hier, mal gucken, was im Muramura Booster drin ist. First Pack Magic sozusagen. 36 Booster haben wir hier insgesamt. Für euch gibt es natürlich mal wieder einen Code. Viel Spaß damit, macht was raus. Und ja, dann schauen wir einfach mal. Ich hoffe, es geht euch soweit gut. Und ich versuche ja das eine oder andere ältere Set auch noch voll zu kriegen. Was Aktuelles wird es natürlich auch noch geben. Und ja, hier haben wir schon wieder so eine Karte, die recht schlicht ist, aber ich finde die wirklich sehr, sehr gelungen. TV-Reporter. Und ja, schauen wir mal. Also viele Karten kenne ich hier auch noch gar nicht, weil so viel habe ich davon ja doch noch nicht geöffnet. Weil Sturm am Firmament zwar öfter mal mit einem Booster in so einer Collection vertreten ist. Ja, aber in den neueren natürlich auch nicht. Hat man meistens hier so eine Mond-Base-Set. Ab und zu vielleicht auch noch mal so Welten im Wandel bei den etwas aktuelleren, dann freut man sich schon darüber. Und haben wir schon im ersten Booster einen Hit? Nö, aber dafür ein Groink. Ja, Ehre. Gut, schauen wir doch mal. Ich bin gespannt. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, welche super Hits ich jetzt hier gerne drin hätte. Aber lassen wir uns jetzt einfach mal wirklich überraschen. Eine Top-Trainer-Box zu Sturm am Firmament habe ich geöffnet. Ich glaube, das war die zweite Top-Trainer-Box, die ich in meinem Leben geöffnet habe, auch hier auf diesem Kanal natürlich. Und ist da so eine grüne mit einem Rayquaza drauf. Sehr, sehr gelungen. Die Ausbeute weiß ich gar nicht. Ich hau euch das Video am Ende wieder rein in die Videobeschreibung. Gönnt's euch. Schaut mal vorbei. Lasst vielleicht auch einen Kommentar darin. Beziehungsweise da freue ich mich drauf. Das Video wurde auch noch nicht so oft gesehen und über Support freue ich mich immer. Und was haben wir dahinter? Da haben wir unseren ersten Hit schon. Leider ein bisschen schlecht zentriert, wie ihr hier seht. Und das ist immer ärgerlich, gerade bei so einem Hit. Da tut das schon weh. Na, Centering ist wirklich nicht so ganz gut, aber immerhin nicht schief, nur ein bisschen nach unten verschoben. Kolossand GX. Gesleeved werden die Karten am Ende des Videos. Das mache ich jetzt immer so, damit ich auch noch ein paar Fotos für Insta machen kann. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Und wenn sie dann in der Folie drin sind, da werden die Fotos nicht so ganz gut. Und was einmal gesleeved ist, soll auch gesleeved bleiben. So handhabe ich das in der Regel. Weil man möchte ja nicht, dass da noch irgendwas an die Karten drankommt. Auf den Hit gibt es erstmal einen Code für euch. Viel Spaß damit, macht was raus. Und ja, die Reise geht weiter. Immerhin schon mal ein Hit. Aber ich ärgere mich natürlich darüber, dass die Karte so schlecht gecentert ist. Und die sind ja alle nicht so ganz gut gecentert. Aber leider hat man das. Des Öfteren mal. Und dahinter ein Rigi-C. Oh, das ist so ein bisschen. Da ist viel Luft drin. Und wir haben noch Luft nach oben, was die Puls angeht, Freunde. Da ist nur ordentlich Luft drin. So. Vier von hinten nach vorne. Schwuppsdiwupp. Morabel. Zubris. Auch ein schönes Artwork. Mir gefallen die Artworks allgemein. Ne? Hier auch wieder sehr schlicht gehalten beim Wingull. Also viele gelungene Artworks. So, und haben wir dahinter schon wieder was? Ja, sicher. Aber auch da ist das Centering wirklich unterirdisch. Guckt euch mal das an. Auch hier wieder genauso verschoben wie beim Kolossand. Sehr, sehr ärgerlich. Da muss man sich echt auch überlegen, hole ich mir lieber die Karten einzeln? Da kann ich dann nämlich schauen, ist das vernünftig gecentert, ist die Karte irgendwie beschädigt, wie auch immer. Und gerade bei so Sets, wo jetzt keine Mega-Hits zu erwarten sind,
Ja, da kann man schon sagen, lohnt sich das eher, ne? Sich die Karten einzeln zu holen. Man hat natürlich da nicht den Spaß, das auszupacken. Und ihr wisst ja, für mich ist das immer wieder wie Weihnachten. Das macht einfach so viel Spaß. Und ja, ihr kennt es ja selbst, oder die meisten wenigstens von euch. Immer wieder wie Weihnachten. Bis jetzt noch gar keine Holo, Freunde. Bis jetzt noch gar keine Holo, keine Reverse Rare, aber schon zwei Pulls. Zwei schlecht gecenterte Pulls, aber zwei Pulls. Sag mal, das ist noch so ein Centering, wo ich sage, okay, da packe ich es in eine Sammlung rein, in der Hoffnung, dass ich vielleicht irgendwann mal auch Karten ziehe, die etwas besser gecentert sind. Ist halt die Frage, soll ich noch was von Sturm am Firmament aufmachen? Dann schreibt es in die Kommentare. Oder soll ich mich dann lieber auf die etwas aktuelleren Sets konzentrieren? Zu Welten im Wandel wird es auch das eine oder andere Unboxing noch geben, ganz klar. Und da haben wir unsere erste Holo-Lettraking. Ganz lässig. Ja, sehr schön. Immerhin eine Holo, Freunde. Immerhin eine Holo. Hierarchie. Hier fächern wir einfach mal auf. Mal gucken. Onyx. Banette. Gut, dass wir aufgefächert haben. Ah. Sichlor. Liebe Grüße an den lieben Delixer. Das ist ja so, bei dem einen oder anderen Pokémon muss man dann auch an den einen oder anderen Poketuber denken. Oder auch an die eine oder andere Poketuberin. So wie zum Beispiel bei Mimikma an die liebe Lena. Oder natürlich, wenn es ein Falter ist, dann an den lieben Dennis von den Card Buddies. Hashtag Falter für Dennis, ne? Haben wir hier eigentlich Falter drin? Ich weiß das gar nicht. Ich finde Falter jetzt nicht so toll, aber gut. So sind die Geschmäcker verschieden. Lebenskräuter. Jo, also hier sieht das Centering der Karten auch schon wieder besser aus. Ich hoffe, das gilt dann auch gleich für die Pulls, die wir ziehen. Und da haben wir unsere erste Reverse Rare. Das Centering ist hier gut. Und dahinter ein Beilord. Und das Artwork ist toll, oder? Je mehr. Also in Holo wird die richtig, richtig gut kommen. Und da haben wir schon unsere erste Reverse Rare. So, ja, bis jetzt bin ich zufrieden. Wie gesagt, das Centering, das finde ich ein bisschen schade, dass es schlecht gecentert ist. Aber vielleicht bringt uns ja Rayquaza jetzt Glück. Sechs Hits wären schön. Weniger als fünf sollten es nicht sein. Die Pullrate ist ja etwas niedriger bei diesen Sets als jetzt zum Beispiel bei Welten im Wandel oder bunter Gleichgesinnten oder oh, Xenia. Schickes Artwork. Oder natürlich jetzt bei den verschiedenen Sachen von Welten im Wandel. Welten im Wandel von Schwert und Schild. Ne? Auch mal hier, auch ein schönes Artwork. So. Oh, unsere nächste Reverse Rare. Auch ein tolles Artwork, oder? Katagami. Ich habe mich entschlossen, wie gesagt, hier mein Display aufzumachen, weil mir ja doch auch noch die ein oder anderen Karten fehlen. Und das wird nicht nur auf die Hits bezogen, sondern auch noch Reverse Rare. Die ein oder andere Holo fehlt mir noch und und. Von daher habe ich gedacht, ja, gut, dann lohnt sich das auch in Anführungsstrichen finanziell. So. Ja, und Karten einzeln kaufen, das ist zwar vielleicht günstiger und je nachdem auch sinnvoller so mit, aber ja gut, es macht halt keinen Spaß, die Dinger dann ja zu kaufen. Klar, du freust dich über die Karte, aber du kannst halt nichts auspacken. Und wir wissen ja alle, auspacken ist richtig schön. Genau wie dieses Artwork. Sehr, sehr gelungen. Schaut es euch an. Richtig, richtig zornig. Und dahinter ein Krabums. Auch ein schönes Artwork. Wie gesagt, so viel habe ich davon noch gar nicht aufgemacht und deswegen kenne ich auch noch gar nicht alle Artworks so richtig. Zumindest nicht, dass ich jetzt bewusst dazu was sagen kann. So, ich gönne mir mal hier einen Schluck zu trinken. Gesunde Cola. Sonst wird das alles so pappig beim Reden. Das wollen wir auch nicht. Ja? So wie der gute Zero hier immer sein Zitronenwasser trinkt. Das ist auch unglaublich, ey. Der hat ja über 200.000 Abonnenten. Unglaublich. Halt hier wirklich so ein Vorreiter in der deutschen Szene. Da kann ich leider nicht mithalten.
Ich habe ja nicht mal 500 Abonnenten. Ah, der Wanderer, ja. Der fehlt mir auch noch bei Verborgene Schicksal. Auch ein Set, was ich wohl niemals voll machen werde, weil die Preise, die sind ja wirklich, also das ist, also sind ja so durch die Decke gegangen. Und für die meisten Karten davon bin ich nicht bereit, diese Preise nur annähernd zu zahlen. So. Aber gut, man muss ja auch nicht jedes Set voll kriegen, dann ist das halt so. Auf jeden Fall will ich Welten im Wandel voll kriegen. Dazu werden wir noch einiges aufmachen. Bin ja ein großer Turtok-Fan und ja, freue ich mich immer, wenn es dann die eine oder andere Turtok-Karte in einem Set gibt. So, hier dürfte es auch gar kein Turtok drin geben. Oh, ein Kindwurm. Und dahinter der Oxys. Auch ein tolles Artwork. Ja, auch stark gestartet wieder dieses Display mit zwei schlecht zentrierten Pulls. Und jetzt haben wir noch ein paar Boosts auf dieser Seite. Mal gucken, ob wir hier unseren dritten Puller noch bekommen. Eine Rainbow wäre mal wieder cool. Ich habe schon wirklich lange keine Rainbow mehr gezogen. Und ja, darüber würde ich mich freuen. Ich weiß gar nicht, gibt es einen Rayquaza in Rainbow oder als Full Art? Full Arts finde ich ja meistens noch schöner als so eine Rainbow-Karte. Auch schön. Auch ein richtig schönes Artwork. So. Gewalderum. Ja, leider nichts. Aber gut, wir haben ja noch ein bisschen. Also ein Display 6 Hits sollten da schon drin sein. Aber ihr kennt es ja hier aus meinen Videos von einem Ultra Prisma, dass man da auch mal Pech hat, dass dann da nur 5 drin sind. Wobei, da hat man ja wenigstens noch die Prisma-Karten, die man ja so als halben Hit zählen kann. Ach, der Wanderer, da ist er wieder. Ein Köderball. Ja, mal gucken. Was haben wir denn da? Was ziehen wir an Land hier? Das finde ich auch geil. Das Flurmel. Oder Flurmel? Ja, Flurmel. Aber auch vor dem Kostur so im Hintergrund. So ein komisches Vieh, dieses Kostur so. Kann ich verstehen, dass es da die Flucht ergreift. So. Und haben wir was hinterm Voltoball? Nö. Nichts, nichte. So. Ah, herrlich. Herrlich, herrlich. Ganzes Display. Sturm am Firmament. Ein ganzes Display Spaß und Freude. Ich hoffe, das bleibt auch so. Das ist ja das Coole, wenn man so ein Set gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hat. Dass man dann, oh, eine tolle Karte. Dass man dann so gar nicht weiß, was erwartet einen da eigentlich so bei den Hits. Oh, ein schönes Artwork. Was ist das denn? Ist das ein Schwanz oder sind das Hämorrhoiden? Ich weiß es nicht. So, und dahinter. Mal wieder eine Holo. Ist ein guter Hit dran. Und ja, bis jetzt relativ wenig Holos und Reverse Rare. Aber ja, wie gesagt, ich habe jetzt auch gar nicht auf dem Schirm, wie jetzt hier bei diesem Set die Pullrate ist in so einem Display. Hätte ich mir mal vielleicht das ein oder andere Video der Card Buddies also anschauen können. So, jetzt gibt es nochmal einen Code. Drückt mir die Daumen, jetzt irgendwie was richtig Fettes zu ziehen. Eine Full Art wäre schön. Oder eine Rainbow. Aber von mir ist auch eine Full Art Trainer. Gibt es hier eigentlich eine Goldkarte? Ich weiß es nicht. Ja, wenn wir nächstes Mal noch ein Display dazu aufmachen, dann sage ich mal, lese ich mich da so ein wenig ein. So, die Spannung steigt, Freunde. Haben wir was hinter dem guten Landhorn? Und da haben wir wenigstens noch ein Banette. Ja, aber auch das Banette ist ähnlich schlecht gecentert. Das ist wohl eine Charge. Und das ist echt schade. Echt, echt schade. Aber ein schönes Artwork, muss man einfach sagen. So. So, das geht schwer auf. Immerhin hat die Hälfte schon mal 3 Hits gegönnt. Das finde ich halt auch cool, dass es in den neueren Sets ja, mehr eine höhere Hitwahrscheinlichkeit gibt, ne? Dass da die Pullrate höher ist. Oh, das ist auch schön, oder? Das ist ein richtig, richtig schönes Artwork hier mit der Lava. Stabil. Auch hier das Nibble. Weil sonst, ja, da kommt dann einfach so ein bisschen Frust manchmal auf. Und deswegen finde ich das echt gut. Aber da haben sie ja schon mal hier, ne, unter Gleichgesinnten mit angefangen, so die Pullrate zu erhöhen.
glaube, so im Durchschnitt hat man ja bei Welten im Wandel 7 Hits. Das ist schon ganz cool, das ist stabil. Das ist ja hier eher die Ausnahme, ne? Nicht Durchschnitt. So, ein Meter. Ach, toll, 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 toll. Aprikoko-Hersteller. Okay, stabil. Und wirklich ein Set, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und dahinter kriege ich sie. Haben wir doch schon mal gezogen, oder? Ja, ich meine schon. Haben wir heute doch schon mal gezogen. Ja, das war die erste Hälfte, Freunde. Wir machen direkt weiter. Manchmal teile ich das ja auf. Da habe ich mir jetzt hier mal gedacht, komm, weißt du was, wir gönnen es uns in Gänze. Ja, teilen wir es nicht auf. Viel Spaß mit dem Code. Macht was raus. Und ja, schauen wir einfach mal. Ich bin gespannt. Die erste Hälfte war okay. Auch wenn die Karten alle schlecht gecentert sind. Also zumindest die GX-Karten. Die Holos, die sind gut gecentert. So, und dahinter. Der nächste Hit. Der nächste Hit, der schlecht gecentert ist. Logok GX. Ihr seht's. Ja, das tut weh. Das tut wirklich weh. Aber ich habe auch zumindest das Gefühl, dass im Vergleich jetzt zu Sturm am Firmament die Kartenqualität, zum Beispiel jetzt bei bunter Gleichgesinnten oder Welten im Wandel, doch nochmal angehoben wurde. Da das jetzt ja mein erstes Display ist, kann ich das jetzt nicht so, ja, so wirklich beurteilen. Kann ja auch sein, dass das jetzt einfach nur eine schlechte Charge war. Schreibt es mal in die Kommentare, der eine oder andere von euch ist ja schon länger dabei. Oh, ist auch toll. Expedition ins Unterirdische. Und doch vielleicht mehr zu diesem Zyklus, Zyklus ist ja so eine Monde, zu dieser Reihe geöffnet. Und das ist weil dort wieder. So groß ist das Set auch nicht, 168 plus Secret Rare. Ich meine, ist ja immer noch groß genug, aber im Vergleich jetzt zu den, ja, Kräfte im Einklang oder auch Welten im Wandel Geschichten, ja, wo wir da weit über 200 haben. Und mit Secret Rare sogar an die 250 kommen, ist es dann doch ja, normal groß, kann man schon fast sagen. Aber ich finde ja gerade die Zwischensets ganz cool. Die sind ja nicht so groß. Da ist dann die Wahrscheinlichkeit höher, dass man es auch voll kriegt. So, und was haben wir hier? Kabums. Ja, Leute, bis jetzt erst zwei Holos. Also. Nicht so der Bringer, ne? Viel Spaß mit dem Code, macht was raus. Ich muss mir allgemein mal so die Preise, die Kartenpreise anschauen und dann mal schauen, ob ich dann nochmal ein Display aufmache. Wenn ihr jetzt sagt, ja, mach unbedingt, dann auf jeden Fall. Und sonst schaue ich einfach mal, ob es nicht günstiger ist, sich die Karten einzeln zu kaufen. So, haben wir es hinter Gekarbor. Ui, 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 ui. Dieses Deoxys in Holo ist doch mal wirklich zornig. Eine richtig schöne Karte und so kommt das Artwork doch richtig, richtig gut. Sehr, sehr schön. Die habe ich auch noch gar nicht gezogen. Schön. Viele tolle Artworks. Also, muss ich echt sagen. Ja, ja. Ein schönes Set, Freunde. Ein schönes Set. Die Preise davon sind in Ordnung. Also so ein Display kriegst du jetzt noch so für den Kurs, wie es rausgekommen ist, ne, so um die 120 Euro. Das ist in Ordnung. Da kann man nicht meckern. Wäre halt schön, wenn es gut gecentert wäre. Und, oh, das wusste ich gar nicht. Hier haben wir auch Prisma-Karten drin, Freunde. Hat mir keiner von euch gesagt? Hierarchie, ja, klar, sicher. Ich meine, die habe ich auch schon. Klar, Prismakarten gibt es auch hier drin. Und dahinter, die Oxys. Krass. Tolles Artwork. Aber mal ganz ehrlich, bisher nur eine Prismakarte? Das ist komisch. Deswegen hatte ich das jetzt gar nicht auf dem Schirm. Und normalerweise hätten wir in der ersten Hälfte auch schon eine Prismakarte drin haben müssen. Und ich finde ja die Prismakarten richtig cool. Finde ich schade, dass es die nicht mehr gibt. Das hätte man ja irgendwie nur beibehalten können. Also, finde ich. Das
gute Sichtlau wieder. Toll, ey, Leute, das Artwork ist doch ein Traum, oder nicht? Richtig schön. So. Und es geht weiter vorne. Katagami. In Holo wird die gut kommen, ne? Ja, ja. Mit der Prismakarte haben wir jetzt 4,5 Pits. Mal schauen. Und immerhin ist die Prismakarte auch vernünftig gecentert. Oh Mann, ey, nicht so wie die Jigs-Karten. Ah, hier. Gönnt euch den Code. Nehmt ihn auf meinen Nacken. Aprikoko-Hersteller, ihr Donphan, auch ein tolles Artwork. Gekabor. Nochmal ein Gekabor, meine Güte. Ah, da ist unsere nächste Reverse Rare und dahinter Gewaldo. Ja, gemein. Jo, wie viel haben wir davon jetzt insgesamt? 4 Stück. Das ist auch nicht so die Menge, ne? Hm. Finde ich ganz interessant so. Wie sich das im Laufe der Zeit in den jeweiligen Sets so verändert hat. Durch diese ganzen EX- und GX-Geschichten, was es so davor und jetzt auch mit den V-Karten danach gab oder gibt, sind ja so Holos so ein bisschen entwertet worden. Also ein Base-Set, ja, da gab es dort VGX etc. gar nicht. Da hast du dich mega über eine Holo gefreut. Ja, nur andere davon ist ein kleines Vermögen wert, vor allem wenn da First Edition draufsteht. Und ja, jetzt so eine Holo, ja. Das ist immerhin eine Holo, ne? So ändern sich die Zeiten vorne. Und dahinter, Maruda. Hm, bis jetzt noch kein Premium mit. Allgemein hat mich ja der Pullgott so ein bisschen in letzter Zeit im Stich gelassen. Fortuna war mir leider nicht hold. Was soll ich euch sagen? Ich kann mich noch erinnern hier an das Dreier Collection Opening zu den Zoroark GX Collection oder Special Collection zu Schimmernde Legenden. Meine Güte, das war übel, Freunde. Habe ich aus 15 Boostern 3 Puls gezogen. Übel, 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 übel. Weil da bei Schimmernde Legenden die Pullrate doch eigentlich schon ein bisschen höher ist. Also. Und dann waren es wirklich auch nur so, ja, Schrott-GX, ne? Bisschen ärgerlich. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch mal an. Auf der anderen Seite, als ich davor dann mal 3 davon geöffnet habe, da hatte ich dann so ein Labor vom Mewtwo drin, ne? Also, ganz unterschiedlich. Auch ein tolles Artwork. Ich liebe ja diese schlichten. Herrlich. Leute, 3 Holos bis jetzt erst. Puh, krass. Ist das normal oder ist das Display so schlecht? Ich habe keine Ahnung. Für euch gibt es den Code. Vielleicht habt ihr das Glück und zieht was Stabiles. Sturm am Firmament. So sei es. So. Ben und Svenja. Okay. Bringt mir Glück, Ben und Svenja. Da ist unsere nächste Reverse Rare. Deoxys haben wir vorhin schon als Holo gezogen. Und dahinter. Nee. Oder? Doch. Also das hier, unsere Reverse Rare. Und das ist eine Holo. Das sieht man ganz, ganz schlecht. So, jetzt seht ihr das auch, glaube ich, ne? Wollte mich gerade sagen, boah, dieses Artwork als Holo wird richtig gut aussehen. Aber der Holo-Effekt ist echt schwach. Habe ich vielleicht deswegen die ein oder andere Holo jetzt übersehen? Ich weiß es gar nicht. Also der neue Holo-Effekt, den finde ich auch ganz schön. Jetzt bei Schwert und Schild, muss ich sagen. Auch wenn mir Schwert und Schild jetzt nicht so gefällt. Der Holo-Effekt, der ist echt toll. So, Freunde. 4 Hits. Jetzt müsste eigentlich in diesem Boost auch mal wieder ein Hit sein. Denn wir haben nicht mehr so viele. Hibiskus. Ich kenne nur Hibiskus. So, und dahinter. Ultrigaria, und dahinter. Ja. Das ist echt mau. Schauen wir mal.
Was ziehen wir noch, Feines? Was ziehen wir noch, meine Freunde? Die letzten Booster. Die letzten Booster. Oh, lustiges Vieh. Bildswartung. Tuska. Libiscus. Gekabor. Eneko. Weberak. Und haben wir jetzt endlich mal wieder einen Hit. Nicht mal eine Holo, Leute. Nicht mal eine Holo. So, erstmal noch ein Schlückchen, bevor ich hier gleich umkipp. Ah. So, Freunde. Was haben wir hier noch? 5. Ich hoffe, ihr fiebert wieder mit. Von dem einen oder anderen weiß ich es. Ich kenne das auch. Gerade wenn die Displays jetzt oder die Produkte eher nicht so prickelnd sind, wo dann denkst, ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Warum zieht der denn jetzt nicht endlich mal? Ne? Da muss doch noch was kommen. Ja, und dann kommt am Ende nichts und denkst, ach du Scheiße. Zum Glück hat er oder sie das geöffnet und nicht ich. Und ja, jetzt habe ich halt das Pech. Aber gut, noch ist nicht aller Tage Abend, Freunde. Und dahinter, Deoxys. Die in Holo, die wäre auch toll, aber die ist definitiv keine Holo. Ich bezweifle, dass wir jetzt noch hier aus den Boostern 2 Puls haben. Und dann war das Display ein richtiger Reinfall, Freunde. Dann war das ein richtiger Reinfall. Ich hoffe, dass die Online-Codes wenigstens gut sind. Dass ihr da wenigstens irgendwie was Geiles sieht. Eine Rainbow, eine Full Art. Was auch immer. Der Angler, ja. Den habe ich vom verborgenen Schicksal. Den habe ich mal mit dem guten Kimperator getauscht. Aha, eine gute Sichtung. Und dahinter, Sumpex. Oh, Leute. Ist das übel. Ist das übel. Ich glaube, ich mache nie wieder was von Sturm auf Firmament auf. Das ist ja mal hier, ne? Also, das ist ja mal richtige Abzocke, ey. Das ist mal richtige Abzocke, Freunde. Unglaublich. Was ein schlechtes Display. Jetzt müsst ihr schon. Oh, die Xenia wieder. Jetzt müsst ihr schon das Shiny Glurak aus verborgenem Schicksal auftauchen, um dieses Display noch zu retten. Oh Mann, ey, was ein Reinfall. Nein, wenigstens nochmal eine Holo. Stalos. Aber wie gesagt, die Artworks, die sind toll. Die sind richtig schön. Also, es ist ein schönes Set. Vielleicht mache ich ja irgendwann noch mal so ein Vergleichsdisplay dazu auf, weil, also, pff, das kann es jetzt ja nicht sein, ne? Die beiden letzten Booster, klar, wenn jetzt in beiden noch ein Hit drin ist, ist auch relativ schwer. Okay, aber so haben wir, selbst mit der Prisma-Karte, 4,5 Pits, also das ist viel zu wenig, Freunde, das ist viel zu wenig, vor allem, wenn die Puls dann auch noch so scheiße gezentert sind. Entschuldigt diesen Ausdruck, aber es ist einfach wirklich so. Das muss man dann nochmal wirklich sagen dürfen. Also, es wird Zeit für einen Hit, Freunde. Es wird Zeit für einen Hit. Wailord Reverse Rare. Und haben wir jetzt dahinter was. Ja, Mann. Und die ist auch nicht so ganz schlecht gezentert. Rayquaza GX Full Art. Ui. Stimmt, die ist da drin, jetzt fällt es mir wieder ein. Ah, oh, schön. Schön, dass das nochmal am Ende kommt. Das wertet natürlich das. Ah, oh, da fühlt man richtig die Struktur. Toll. Toll, toll, toll. Oh, krass, krass. Geil. Ja, die ist toll. Ja, Freunde. Somit hat diese Karte nochmal so alles so ein bisschen das Ruder rumgerissen. Ich sagte doch, also ohne Scheiß, ich glaube, ich bin eine menschliche Waage. Dafür gibt es auch nochmal einen Code hier. Last Pack Magic, Freunde. Hat das wirklich nochmal rumgerissen, das Ruder? Also, aber trotzdem, ne? 5 Holos und nur 6 Reverse Rare. Aber immerhin eine Prisma. Immerhin. So, vielleicht haben wir Glück. Vielleicht ziehen wir noch eine Prisma, dann kommen wir aufgerundet, ne, mit den beiden halben Hits auf 6. Ist jetzt da nicht so der Bringer, aber immerhin eine richtig schöne Full Art. Und dann ist das auch in Ordnung. Und da haben wir unsere nächste und letzte Prismakarte, Latios. Ui, eine schöne Prismakarte. Und dahinter Registel. Ja, Freunde. Wenn wir die beiden Prismakarten als halben Pull zählen, kommen wir auf 6. Jo,
Ausbeute. 5 Holos. Also ich sag mal, davon wirklich 3 richtig schöne, ja 4 richtig schöne Holos. 6 Reverse Rare, doch recht wenig. 4 normale GX, schlecht gecentert. Eine richtig schöne Full Art mit 3 Quasar und ja, 2 Prisma-Karten. Unterm Strich, denke ich mal, ist das Display in Ordnung. Das Ende hat nochmal wirklich, also die letzten beiden Booster, die haben nochmal gegönnt, die haben nochmal das Ruder rumgerissen. Dann wäre es ein Reinfall gewesen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Bock habt, dass ich nochmal so ein Display aufmache und ja, vielleicht noch das ein oder andere Produkt zu Sturm am Firmament oder zum Beispiel jetzt auch zu Nacht in Flammen, schreibt es in die Kommentare. Ich bin da offen, ich muss die Sets noch voll kriegen. Und dann hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Schaut auch mal bei Insta vorbei. Danke an alle, die mich immer so supporten. Und ich freue mich natürlich darüber, falls ihr es noch nicht getan habt, mich in Zukunft zu supporten. Also ihr Lieben, macht's gut, euer Pokeknecht90. Ciao.